Mein Name ist Dominik Schönow, ich bin mittlerweile 37 Jahre jung, habe eine Ausbildung als Polygraph und Grafiker gemacht, also aus der grafischen Industrie, und bin dann relativ früh in die Kultur- und Kreativwirtschaftsszene eingetaucht und verdiene mir eigentlich so seit meinem 22. Lebensjahr meinen Lebensunterhalt mit Kulturbetrieben, Zwischennutzungen, aber sehr viele Subkulturaktionen auch. Okay, dankeschön. Und wo sind wir hier? Das heißt, also wen repräsentierst du? Ja, wir sind jetzt hier im Neubad Luzern, das Netzwerk Luzern, das von einem Verein geführt wird. Ist ein Haus, sehr speziell, ist ein ehemaliges Hallenbad der Stadt Luzern, das umgenutzt wird als Haus, als offenes Haus für Kreativwirtschaft, Kultur, Kunst, aber auch Wissenschaft und Gemeinsinn und Soziokultur. Okay. Und ich habe gesehen, Coworking ist bei euch auch ein Thema. Ja, wir haben einen sehr großen Coworking Space im ersten Obergeschoss, wo wirklich als Open Office genutzt wird. Und wir haben einen Atelierbereich mit fixen Mietern. Es sind rund 40 verschiedene Institutionen mit 100 Nutzenden hier bei uns im Haus. Wir sind nicht der klassische Cowork, also sprich, wir haben nicht die perfekte Einrichtung, sondern wir sind sehr improvisiert, dafür etwas günstiger, lebendiger aber auch, und dementsprechend auch viel Konfliktpotenzial, was aber zu Dialogen anregt und auch spannende Lösungen immer wieder bringt. Danke, ja. Was ist denn deine Funktion hier im Neubad? Ich bin aktuell Geschäftsführer des Netzwerks Neubad, ab nächsten Monat Co-Geschäftsführer. Ich habe mir Verstärkung geholt. Ich koordiniere die verschiedensten Bereiche. Wir haben ein Betriebsteam von 10 Personen, die sich nach Gastronomie, Veranstaltungen, Netzwerkarbeit aufteilen. Und ich mache die Gesamtkoordination, wo ich mich vor allem für die Kommunikation, das Personelle, aber auch für die Finanzierung und natürlich die Leitung des Betriebes, die betriebswirtschaftliche Leitung des Betriebes kümmere. Okay. Im Coworking- und Atelierbereich, wen sprecht ihr da an oder habt ihr da eine Zielgruppe und wenn ja, welche? Wir beschäftigen uns sehr stark mit der Forschung in diesen Bereichen und haben natürlich auch gemerkt, dass wir es mit unserem Standort nicht ganz einfach haben mit Tages- oder Wochengästen, sondern wir zielen vor allem Hauptmieter an, also sprich Leute, die ihren Arbeitsplatz für 3 bis 5 Jahre fix in unser Haus verlegen möchten. Da wir die Arbeitsplätze auch subventionieren aus unserem Gastronomiebetrieb, der Unterhalt des Gebäudes ist sehr teuer, ist ein altes Gebäude, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das auch kuratieren, also sprich zum einen wegen der Durchmischung der verschiedenen Märkte, aber auch, dass wir Institutionen berücksichtigen, sei es private oder NGOs, die eine Aufwandminderung bedürfen. Okay. Da höre ich aber raus, es ist nicht unbedingt branchenspezifisch die Zielgruppe, sondern da geht es um andere Parameter. Ja, sehr. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir nicht nur die Teilmärkte der Kreativwirtschaft bedienen, sondern da wir uns auch als soziokulturelles Haus sehen, sehr viele Angebote drin haben aus dem soziokulturellen Bereich, aber auch NGOs, andere Netzwerke für die Verknüpfung, aber natürlich auch teilweise etablierte Firmen, die so im Netzwerk auch ein gewisses Know-how einbringen. Also wir merken, dass der Austausch und die gegenseitige Förderung eine gewisse Durchmischung braucht, die sehr heterogen ist, und das macht auch den speziellen Reiz dieser Atmosphäre aus. Und das ist ja eigentlich auch so von den ethisch-moralischen Wertvorstellungen der Coworking-Szene her auch einmal so gedacht gewesen. Nimmst du denn einen Unterschied wahr zwischen, das ist so die Zielgruppe, die wir gerne hätten, und die kommen tatsächlich? Gibt es da für dich einen spürbaren Unterschied? Ja, das gibt's. Zum einen merke ich, dass der Markt für sehr junge Märkte, also junge Gebiete, einfach in der Schweiz nicht gegeben ist und dementsprechend der Startup-Bereich dabei etwas hinkt.
Das heißt, wir haben weniger Junge, wir haben sehr viele, die bereits in der, vielleicht nach der ersten Gründungsphase hier hinkommen, um ihr Netzwerk zu verdichten. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir uns als privater Anbieter ohne großen Geldgeber im Hintergrund auch nicht diesen Umfang an Beratung leisten können, die vielleicht in der Gründungsphase notwendig sind. Was mir auffällt, es sind sehr viele Leute, die sich von dieser Durchmischung, sei dies von den Nutzen, sei dies aber auch vom Haus, weil es sehr breit ist, inspirieren lassen. Wir bekommen sehr viel Rückmeldung, so, es ist so ein inspirierendes Chaos. So, wenn ein Klassikkonzert probt, und du eigentlich am Arbeiten bist und dann die Künstler sich treffen mit den Nutzenden oder Familien treffen mit irgendwelchen Business-Veranstaltern, das ist natürlich sehr spannend und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Abbild unserer Gesellschaft. Ich sage immer, wir haben so einen kleinen Mikrokosmos, die Konflikte, die die große Welt kennt oder die Stadt kennt als Gemeinde, die kennen wir hier im Haus auch. Und das ist ja das Spannende, dass wir durch solche Konflikte, aber auch durch diese Übernutzung dieses Hauses eigentlich Konflikte fördern und Dialoge fördern. Und ich glaube, das regt dann auch sehr gut an, zum sich, was man vielleicht erst als Schwäche erkennt, so dieses Chaos, dass man dann plötzlich merkt, doch, das bringt sehr viel Inspiration, ja. Das bringt andere Meinungen, ja. Das bringt andere Ansichten und das ist natürlich sehr förderlich, gerade wenn so viel Know-how im Haus ist, dass man spartenübergreifend Feedback einholen kann, sich austauschen kann, sich gegenseitig Aufträge zuschanzt, aber halt eben auch immer starke Kritiker gegenseitig hat und das ist natürlich ein für neue Arbeitsformen ein wichtiger Wert. Also ja, das ist eine super Ausgangslage. Sehr. Welche Eigeninitiativen fallen dir ein? Also die gibt es ja sicher auch, dass Menschen, die hier arbeiten, Eigeninitiative entwickeln in ihren Projekten. Mhm. Welche fallen dir ein? Also im Moment ist gerade ein spannendes Projekt im Bereich der Energie. Also sprich, wir haben das Ziel, in diesem alten Gebäude, das halt wirklich aus den 60er Jahren stammt und sehr viel Energieressourcen verbraucht, da etwas zu ändern. Das, sprich, wie können wir Energiekosten sparen? Wie können wir Energie gewinnen? Das ist ein Projekt, das jetzt auch von verschiedenen Nutzern entstanden ist, aus der Motivation, das Haus zu unterstützen beim Sparen von Aufwand. Zum anderen sehe ich aber natürlich auch ganz viele Nutzende, die dieses Haus als Präsentationsfläche nutzen. Ich spreche da zum Beispiel den Verein Tschutti-Hefte an, die ein Sammelbildalbum, Fußball-Sammelbildalbum erstellen mit Künstlern. Also es sind keine Fotografien, sondern es sind jeder Künstler macht eine Nation und da gibt es eine Ausstellung, da gibt es eine Präsentation von diesen Künstlern, da gibt es eine Lancierung des Heft. Das ist das eine. Und das andere ist dann aber auch, dass dann dieses Produkt wächst und aus der Initiative raus plötzlich Fragen auftauchen, hey, wie exportiere ich in China? Wie vertreibe ich, kann ich ein Magazin in China vertreiben? Und so eigentlich dann plötzlich der Banker kommt und sagt, ja, ich habe 5 Jahre in China gearbeitet und ich kann dir helfen. Und so diese Initiativen, die von alleine wachsen, das finde ich so etwas sehr Spannendes. Noch eine andere Frage zum Umfeld, oder? Sagen wir, zur Gemeinde oder zur Kommune Luzern. Inwiefern profitieren die von euch, ob sie es jetzt wissen oder nicht? Also der Nutzen ist ganz klar, zumal bei diesen 40 Institutionen, die hier im Haus sind, die haben einen ganz klaren Nutzen. Das haben wir über eine Netzwerkanalyse auch wissenschaftlich bestätigt. Es gibt Verknüpfungen, die dazu beitragen, stark dazu beitragen zum Erfolg dieser Institutionen. Zum anderen profitiert natürlich die Gemeinschaft der Kreativwirtschaft von diesem Kreativwirtschaftscluster, die es hier hat. Diese Creative Community die strahlt sehr stark aus, sei dies im Bereich der Kreativwirtschaft, aber auch zum Beispiel im Bereich der Stadtentwicklung. Dieses Haus als Zwischennutzung begeistert Leute aus der Forschung von ganz Europa, die kommen dieses Projekt, dieses interdisziplinäre Projekt anschauen und prüfen das sehr stark, wie kann man eigentlich so ein Button-up-Projekt
organisieren und dabei eigentlich die Kriterien, die von einer Stadt gestellt werden oder von einem Quartier gestellt werden, dennoch berücksichtigen. Welche Rechtsform habt ihr? Wir sind ein Verein als Betreiber dieses Hauses, was nicht ganz unproblematisch ist. Also, zum einen können uns natürlich die verschiedenen Geschäftsfelder, Gastronomie, Veranstaltungen, wir haben noch ein Gartenprojekt, Kunstprojekt, Garten. Genau, ein Gartenprojekt, die können sich gegenseitig sehr gefährden auch. Wir haben uns aber dazu entschieden, da eine gewisse finanzielle Vernunft anzuwenden, dass wir halt eine sehr starke Reglementierung haben, was die Finanzen betrifft, Kontrollelemente. Aber als Verein mit rund 850 Mitgliedern können wir dieses Haus im Moment noch so stützen. Und das funktioniert recht gut. Wir sind auch darauf angewiesen. Das heißt, die Finanzierung hast du am Anfang schon erwähnt, 95% tatsächlich durch eigene Umsätze. Ja, wir haben 90% durch eigene Umsätze, das und dann noch 5% vom Förderverein, Verein Netzwerk Neue Bad, der jährlich auch noch rund zwischen 60 und 100.000 Franken beisteuert. Und die letzten 5% müssen wir über private Stiftungen und über die öffentliche Hand reinholen. Das ist bei uns nicht ganz einfach, weil wir aufgrund von einer Gebrauchsleihe ausgeschlossen sind von der kantonalen Kulturförderung und natürlich auch als Zwischennutzer keine Nachhaltigkeit erreichen, wenn wir kein Folgeprojekt nachweisen, also sprich auch von den meisten privaten Stiftungen ausgeschlossen sind. Ist aber auf die eine Seite eine Herausforderung, eine wirtschaftliche Herausforderung, auf die andere Seite auch teilweise etwas ernüchternd, wenn man sieht, was für einen Aufwand das benötigt, dass man dieses Haus stemmen kann. Also wie viel müsst ihr dann quasi im Jahr aufbringen, damit es null auf null rauskommt? Wir haben jetzt einen Jahresumsatz von 2,4 Millionen und das brauchen wir auch. Ja. Und wie viele Leute leben davon? Jetzt außerhalb von den Nutzenden, bei den Nutzenden, also das sind eh eigentlich Mieter, da leben rund 100 Personen von ihrer Arbeit hier. Mhm. Wir als Verein sind auch ein kleines Start-up, also sprich wir haben innerhalb 2,5 Jahre 22 Vollzeitstellen geschaffen mit einer Lohnsumme von 1,1 Millionen pro Jahr, die alle hier in Luzern Steuern zahlen, mitarbeiten. Das sind 40 Personen, die angestellt sind. Und da ist es schon auch so ein gewisser Druck, dass man das auch beibehält, im Wissen, es ist eine Zwischennutzung. Deshalb ist für uns sehr wichtig, eine gewisse Planungsperspektive zu haben, gemeinsam mit der Stadt diese Perspektive schaffen zu können, damit wir dieser wirtschaftlichen Herausforderung auch wahrnehmen können. Ja. Entscheider gibt es mehr als einen, nämlich dich? Das ist das Spannende. Ich bin zwar als Geschäftsführer angestellt, ich würde jetzt aber behaupten, es ist eine sehr basisdemokratische Gemeinschaft hier. Also da hilft das Leitbild auch sehr stark, welche Entscheidungen wie gefällt werden müssen, gerade bei der finanziellen Nüchternheit und vernünftiger Einsatz der finanziellen Mittel und so. Das ist eigentlich da sehr strukturiert. Entscheider gibt es mehrere, ja. Es ist ganz klar, dass dieses Haus ein Haus ist für die Leute von Luzern, für die Mitglieder des Vereinnetzwerks Neubad. Wir arbeiten auf Auftrag, nach Konzept, nach Strategie, die uns der Verein vorgibt. Und dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Behörden, der Verwaltung, damit wir dieses Haus auch führen können, ist dies auch ein sehr starker Entscheidungsträger. Wir haben zum einen im Nutzungskonzept klare Einschränkungen oder Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen. Und zum anderen haben wir auch so in der Ausschreibung von dieser Zwischennutzung gewisse Kriterien, wie zum Beispiel die Verträglichkeit mit der Nachbarschaft im Punkto Lärm, die uns einen gewissen Weg vorgibt. Okay. Also sprich, wir könnten zwar mit unserer Gastronomie und unserem Club und Keller sehr stark die Nachtgastronomie ins Zentrum stellen und das würde uns für die Finanzierung dieses Hauses extrem helfen. Das können wir aber und möchten wir nicht, weil wir die Akzeptanz in der Bevölkerung für dieses Haus, für diesen Gemischtwarenladen auch benötigen zum Überleben. Und das ist natürlich für uns ein spannender Konflikt. Eigene Einschränkungen
wirtschaftliche Einschränkungen und zum anderen aber auch diese Challenge, das finanziell zu stemmen unter Berücksichtigung von unserem Leitbild, Konzept, Strategien und Vorgaben der Behörden. Wenn ich dich jetzt mal systemisch frage oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du im Moment mit den Möglichkeiten, die dir die Öffentlichkeitsarbeit gibt? 1 ganz furchtbar, 10 perfekt. Ich würde sagen 7 zufrieden, weil es ist doch ja auch ein längerer Weg, den man vielleicht für so eine Zwischennutzung gehen muss. Also sprich vor 15 Jahren, als das mit den Zwischennutzungen instrumentalisiert wurde, da war ganz klar, das sind so Besetzer, das sind so diese Subkulturakteuren. Mittlerweile, denke ich, ist diese Akzeptanz vorhanden, dass man das auch wirklich als eine neue Form sieht, Raum zu beleben. Also ich spreche da die Gentrifizierung, die Instrumente der Stadt- und Quartierentwicklungen an. Und dennoch ist es für uns immer noch wichtig, dass wir ein hohes Maß an Akzeptanz haben für unsere, sei dies das mit dem Restaurant, das ist eine sehr niederschwellige Art, die Leute hier reinzulocken, dass sie sich das anschauen, Führungen und so weiter. Wir brauchen diese Akzeptanz, weil das Archivieren und das Archivieren des Know-hows und des Wissens über Zwischennutzungen, den Umgang in diesen verschiedenen Teilmärkten, also Kreativwirtschaft, Gastronomie, Kultur, Gemeinsinn, Garten, das braucht ein gewisses Know-how, das man sich aneignen muss, und das sollte man für die Zukunft auch erhalten. Auch so diese Energie, gerade jetzt mit den Nutzern aus der Kreativwirtschaft, das mal anzusprechen, wie wichtig das ist, diese Community, und dass man das vorantreiben kann und weiter etablieren kann, auch über die Nutzungsdauer dieses Hauses hinaus. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Wie kann man Know-how und Energie so archivieren, dass es über eine Zwischennutzung hinaus dauert? Thank you.